Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB-Verse Report. Ja, diesmal sind wir wieder zu zweit hier, das ist doch schön. Die Krankheitswelle scheint langsam abzuebben, hoffe ich zumindest. Die Seuche, die hier überall alle dahin rafft oder beziehungsweise in den Urlaub schickt. Mhm. Es ist etwas passiert, und zwar 2.6.1 ist live gegangen am Wochenende, am Samstag. Der, sag ich mal, etwas kleinere, aber lang erwartete Patch ist da. Und damit sind vor allem primär erstmal Bugfixes gemacht worden für Arena Commander, für Star Marine und auch für Crusader. Außerdem wurde ein bisschen was am Spectator-Modus verbessert. Also das heißt, der funktioniert jetzt ordentlich, sodass man auch im Spectator-Modus zwischen den verschiedenen Leuten hin und her wechseln kann. Es wurde weiter natürlich am Netcode gearbeitet und damit auch zusammengebracht, dass wir jetzt wirklich multiregionale Server in einem Live-Patch haben. Das heißt, man kann jetzt auswählen zwischen USA, Australien oder EU. Also ich habe zurzeit so ein bisschen das Gefühl, dass es schneller ist. Ja, aber irgendwie manchmal dann doch gar nicht. Ich kann es noch nicht so wirklich verifizieren. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Gefühl habt, dass die Framezahl jetzt deutlich besser geworden ist. Vielleicht so als kleines zusätzliches Schmankerl wurde die Superhold überarbeitet. In einem neuen Design, ist jetzt ein bisschen schnittiger geworden, ein bisschen moderner geworden. Ja, auch da könnt ihr gerne kommentieren, wie sie euch gefällt. Genau. Ansonsten erfahrt ihr alles Weitere, was ihr über den Patch wissen müsst, natürlich im Artikel von SCB. Und ich möchte an der Stelle einmal kurz betonen, dass das Aim-Date der 16.02. war und am 18.02. unserer Zeit kam es dann online. Das heißt, sie hatten sich tatsächlich mal an den Zeitplan gehalten. Das möchte ich mal irgendwann gesagt haben. Nicht schlecht. So ist es. Das war unser Hot Topic und von da aus gehen wir jetzt in die Weekly Updates. Und das erste ist natürlich Around the Verse. Da ging es um die Super Hornet, wie wir sie eben schon erwähnt haben, und das multiregionale Servernetzwerk. Aber vorher gab es im Studio-Update ein paar schöne, spannende Sachen. Also, ich fange mal mit den Bildern an, die sie gezeigt haben. Und zwar gab es da Schildgeneratoren zu sehen, Laderaumkonsolen, Mining-Module gab es zu sehen. Außerdem hatten wir viele Bilder zu modularen Asteroiden, also verschiedenen unterschiedlichen Asteroiden, Nebeln, Satelliten, Raumstationen. All das seht ihr im SCB-Artikel. Da sind alle Screenshots für euch da. Ja, und außerdem haben sie ein bisschen an der Dragonfly rumgesägt. Tja, da wurde das Schadensmodell mal vorgeführt. Wie präzise das ist, es war der Bering, ne? Bering-Rifle, ja, die benutzt wurde, und man konnte schon ganz gut sehen, wie die Dragonfly zerholzt wird. In alle Richtungen. Zusätzlich ist dann noch eine Map aufgetaucht, ja, vom Stanton-System in Foundry 42. Also das Team von Foundry 42 benutzt das auch, diese Map zum Arbeiten. Und die hat auch schon viele Spekulationen verursacht, weil da anscheinend Beschleunigungspunkte für den Quantum-Drive-Modus oder für die Quantum-Drive-Sprünge auf der Karte verzeichnet waren. Genau. Guckt euch das mal an. Sie haben sich versucht, Mühe zu geben bei CIG, die so ein bisschen verpixelt zu halten, aber es gibt natürlich findige Nutzer bei Reddit, die haben das Ganze dann schon ein bisschen aufgearbeitet, und da kann man dann auch die Schrift lesen, und da kamen dann solche Spekulationen bei raus. Zum Beispiel Trading Routes sieht man auch und so weiter. Ist wirklich ganz spannend, weil es das ganze Stanton-System mit Jump Points und allem mal abbildet. Echt ganz cool. Ja, außerdem gab es eine Shipshape-Episode, und da ist so ein bisschen der lange Weg deines Lieblingsschiffes aufgezeigt. Tja, die Super Hornet oder auch die Hornet vor allem, tatsächlich finde ich so eins der markantesten Schiffe von Star Citizen. Und die Hornet als solche war auch mal so geplant als Hommage an Wing Commander und sollte den Leichtenjäger, die Hornet von Wing Commander, ja, näher sein oder sollte als Hommage dafür dienen. Als leichter Jäger war sie dann konzipiert, aber die Designer, gerade durch diese bullige Form, haben sie dann halt immer schwerer gestaltet, bis dann irgendwann Chris Roberts gesagt hat, eigentlich gefällt mir die neue Super Hornet so, das Schiff sollte im mittleren oder im schwereren Segment beheimatet bleiben. Damit löste sie auch die eigentlich für die UEE als Hauptjäger vorgesehene Avenger ab. Das tut sie übrigens auch in der Lore. Es ist jetzt so auch gemacht, dass erst die Avenger da war und dann die Hornet kam. Und jetzt haben sie, das war wirklich Widerspiegelung der Entwicklung selbst, und hat dementsprechend jetzt die Hornet den vollen Platz als der Standardjäger im UEE-Militär eingenommen. Da bin ich auch heilfroh, dass ich nicht mit einer Avenger in den Krieg ziehen muss. Da erscheint mir das Design, auch vom reinen Design her, die Hornet viel, viel mehr, viel militärischer, ja, als die Avenger. Die Avenger ist tatsächlich in der Advocacy-Version, ein bisschen Insider-Talk hier, aber die ist so, finde ich, tatsächlich eher
ein Polizeiauto in Space als jetzt die Hornet das wäre. Das passt eigentlich, finde ich, ganz gut von der Konstellation oder von dem Design her, die beiden Schiffe in ihrer Rolle. Finde ich auch, ja, denn da ist die Avenger auch wirklich nach wie vor im Dienst. Also das heißt, sie ist ja jetzt nicht komplett außen vor, sondern sie wird jetzt gerade von der Advocacy viel benutzt. Außerdem, was so ein bisschen so ein Kernpunkt war auch nochmal, war das Cockpit-Design selbst von der Hornet und dann eben von der größeren Super Hornet, denn das sollte wirklich das erste sein, wo man wirklich erleben kann, wie man in diesem Cockpit sich umguckt und entsprechend die Tasten drückt. Ne? Ich muss auch tatsächlich sagen, so, dass die Hornet da an dem Punkt von der Cockpit-Aufteilung eigentlich das Schiff ist, was auch am besten funktioniert im Kampf. Ja, da sind andere Schiffe ein bisschen schlechter aufgeteilt. Aber es ist auf jeden Fall ein super Standard, den sie da gesetzt haben und den sie da gezeigt haben. Und ich finde auch so, jeder, der so Star Citizen von Anfang an mitgemacht hat, das hat einen am Anfang schon wirklich beeindruckt, diese ganzen Tasten und Schaltflächen, Displays, dieses lebendige Cockpit so zu sehen. Richtig. Jetzt hoffen wir natürlich, dass mit den nächsten Patches die MFDs auch wirklich so funktionieren, wie wir sie wollen, dass sie ein bisschen persistent werden und so weiter. Das HUD wieder ausgeweitet wird. Genau, dass das alles ein bisschen wieder aufgebaut wird. Aber das werden wir dann erleben. Ansonsten kann ich nur sagen, erstens, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, gerade zu dieser Episode, dann guckt mal auf SCB, die haben es schon mal für euch zusammengefasst und ich werde mich nochmal ransetzen und das Ganze auch nochmal als Voice-Over bei uns auf dem Channel bringen, denn es ist wirklich eine spannende Shipshape-Episode gewesen an der Stelle. Weiter ging es dann mit einem auch spannenden Thema, was allerdings wirklich für mich persönlich schwer zu verstehen war, weil ich erstens kein wirklich technisch affiner Mensch bin, was Servertechnik angeht und zweitens muss ich auch sagen, war der gute Mann, der sicherlich ein Vollprofi ist, echt schwer zu verstehen in dem Video. Der hatte, glaube ich, einen indischen Akzent, war sehr schwierig hinterherzukommen. Glücklicherweise haben sich unsere Jungs von SCB rangemacht, denn in dem zweiten Teil von Around the Verse ging es um die multiregionale Serverstruktur und die wichtigsten Sachen können wir euch da auf jeden Fall schon zusammenfassen, denn es läuft in einer öffentlichen Cloud. So viel schon, ist schon mal bekannt. Und das war von Anfang auch so gedacht, dass es ein Cloud-Server-Netzwerk sein muss. Es war aber noch nicht klar, wer der Anbieter sein wird und ob CIG das vielleicht sogar eventuell alleine stemmen kann. So ganz am Anfang dachte man, man könnte es vielleicht selber aufbauen. Dann wurde schnell klar vom Service, von dem Kostenfaktor her ist das viel zu teuer, also brauchen wir einen Partner. Dann wurden verschiedene Partner gesucht, bis wir jetzt schließlich mit der Lumberyard Engine bei dem Amazon-Netzwerk gelandet sind. Ja, genau. Und das teilt sich momentan aktuell in drei Serverstandorte auf, nämlich Virginia in den USA, dann haben wir Australien, Sydney und wir haben Frankfurt am Main. Und das ist natürlich der EU-Server, der sehr, sehr nah und sehr gut erreichbar ist für Deutschland, was uns natürlich sehr freut. Übrigens, ich glaube, wo man es am besten merken kann, ist Star Marine aktuell. Da hat man sehr niedrige Pings und eine sehr, sehr gute Millisekundensequenz. Aber das geht jetzt auch von da aus weiter. Das heißt, Frankreich wird bald hinzugefügt, Südafrika wird hinzugefügt und so weiter und so fort. Sehr, sehr spannendes Ding. Und sie sparen sich natürlich nicht nur Umkosten insofern mit der Wartung und alles, sondern es ist für die Spieler natürlich auch ein komplett anderes Erlebnis, wenn der Server quasi um die Ecke steht. Ne? Ja, also dementsprechend freuen wir uns auf die Erweiterung dieses Servernetzwerkes. Es soll nämlich mit jedem Patch jetzt auch wirklich ein Stückchen größer werden. Und von daher, wenn euch das interessiert, schaut mal bei SCB rein. Die haben sich viel Mühe gegeben, diesen doch sehr komplexen Teil umzusetzen und für euch zu übersetzen. Und damit gehen wir jetzt zur Happy Hour, würde ich sagen. Und da ging es um Operation Pitchfork. Und zwar ist es so, dass sich die Entwicklung dieser Operation, wann sie genau stattfinden wird, ist noch nicht klar. Aber diese Entwicklung dieser Operation soll einen direkten Einfluss haben auf das Verse, auf das PU. Ja, wie schwerwiegend der Einfluss ist oder wo dieser Einfluss sich genau widerspiegeln wird, das ist noch nicht definiert. Ja, es kann allerdings durchaus sein, dass unsere Aktionen mit Operation Pitchfork wirklich weitreichende Wirkung, so das wollte ich sagen, haben. Denn zum Beispiel, wenn wir es schaffen, irgendwie den Vanduuls Systeme abzutrotzen, dann können die auch danach weiterhin in der Hand der Menschen sein. Wohingegen, wenn die Vanduuls uns ordentlich einen auf die Mütze geben, dann kann es auch sein, dass wir Systeme verlieren, die wir jetzt eigentlich hätten. Und es bedeutet auch, dass wir uns da ordentlich Mühe geben müssen, glaube ich. Ja, so, ich fände ja auch so Orden und Auszeichnung nicht so schlecht. Oder Titel, Ehrentitel vielleicht sogar noch, die man sich verdienen kann. Vielleicht so ein Adelsschlag sogar. Mhm, das mal sehen. Was. Auf jeden Fall. Gesprochen haben Sie schon von einer Wand der Gefallenen, auf der man unter Umständen platzieren kann. Da muss ich nicht drauf. da verzichte ich gern. Ja, da verzichtet, glaube ich, jeder gern dann irgendwie im Spiel den eigenen Namen dazu. Ich weiß auch nicht. Muss nicht sein, aber es wird auf jeden Fall seine Auswirkung haben. Wie und wo werden wir dann noch erfahren. Weiter ging es mit der Frage, wird es Roboter in Star Citizen geben? Ja, eingeschränkt. Tja, eigentlich nur im Bereich der Lastenheber und der Reparaturmechanik.
richtige Roboter, so wie wir sie uns vorstellen von Star Wars, das ist nicht geplant. Ja, und auch Androiden sind momentan nicht in der Planung. Das könnte ein späteres Ziel sein, was sie erreichen wollen, aber aktuell ist das nicht vorgesehen. Ja, und dann, glaube ich, noch die wichtigste Meldung für den Happy Hour Livestream letzte Woche war der kommende Concept Sale. Da gibt es jetzt nämlich ein Datum. Tja, das wird jetzt am Freitag passieren. Der Freitag ist der, oh Gott, wir haben es nicht aufgeschrieben. Wir haben es nicht aufgeschrieben, also rechnet selber nach. Diesen Freitag soll es auf jeden Fall sein. Was haben wir denn heute eigentlich? 20. 20. Genau. Oh Gott, das ist peinlich. 20. 25. oder? Ja. 24. 22. muss ja Mittwoch sein. Ja. 24. 24. Also ja. Freitags sollte ja. es passieren. Hurricane war spekulativ. Schwerer Jäger, ob das jetzt irgendwie, ob der verwandt ist mit der F8 Lightning, wissen wir nicht. Oder ob das jetzt irgendwie ein komplett neues Design ist, ob es sehr teuer ist, wissen wir nicht. Auch das ist nicht bekannt. Da werden wir uns alle überraschen lassen müssen. Genau. Es kann aber durchaus sein, dass wir jetzt in den nächsten Tagen am Anfang der Woche jetzt diese Nachricht kriegen. Denn erinnert euch, Discolando schreibt das immer eigentlich ein paar Tage vorher ins Forum, wo der Preis drin steht. Auch da steht dann nochmal der Termin drin, dass ihr euch nicht auf unsere Zeitrechnung hier verlassen müsst. Ich glaube, es wird kein Einsteigerschiff. Nein. Und ich glaube, es wird sehr teuer. Ist so mein Gefühl. Zwischen 250 und 300 Tacken kann ich mir vorstellen. Vielleicht sogar eine Version des F8 Lightning Jägers. Ja, könnte durchaus sein, würde Sinn machen. Auch der Hersteller ist noch nicht bekannt, ob es wirklich bei Anvil bleibt. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Ihr könnt euch nur schon mal überlegen, ob ihr Freitag auf jeden Fall dazuschaltet. Und wir werden dann natürlich auch ein Video dazu machen, um das Ganze ein bisschen zu covern. Wir gehen weiter zur nächsten Show und das war Ben's Day with Bad Girl. Wieder ein paar Fragen. Ja, und da ging es im Endeffekt rund ums Wohnen und Leben in Star Citizen. Und er hat auch schon gesagt, gerade in solchen Spielen ist das Housing sehr, sehr wichtig. Es ist aber noch nicht klar, wie genau diese Container oder diese Stationen gebaut werden im Spiel später. Es ist auf jeden Fall geplant, dass man Container absetzen kann mit der Carrack natürlich. Aber wie jetzt die Schiffe aussehen oder wie jetzt Außenposten, Transport oder Konstruktionsschiffe aussehen sollen, das ist halt noch reine Spekulation, da wird noch dran gearbeitet. Genau. Sie hatten allerdings vor kurzem, gerade letzte Woche, ein Meeting dazu, um sich wirklich Gedanken zu machen, wie soll das langfristig aussehen, also über den Status von ich setze drei Container mit der Carrack ab, hinweg, wie wird es dann aussehen, und da werden sie sicherlich zu entsprechenden Lösungen kommen und uns dann mitteilen. Außerdem ging es dann auch weiter in diesem Thema zur Modularität von den Hangars. Da wurde nämlich ja ursprünglich gesagt, die Hangars, die wir jetzt aktuell haben, die werden irgendwann erweiterbar sein mit eigenem Schießstand, Lagerräumen, eigenen Quartieren und so weiter und so fort. Und ja, das wird auch noch kommen. Das hat aktuell keine Priorität und ehrlich gesagt für mich auch nicht so richtig. Nee, jetzt gerade nicht, aber tatsächlich sehe ich das auch so wie Ben Lesnick, dass für so ein Spiel ist das sehr, sehr wichtig, dass man wirklich so das Gefühl hat, man hat individuelle Raumgestaltungsmöglichkeiten und man kann auch Anlagen für eigene Bedürfnisse anpassen. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, und zwar das Housing in dem Sinne, dass man jetzt hier zum Beispiel in so einem Hab aufwacht, auf Crusader. Es soll möglich sein, dass man dann nach verschiedenen Interessenlagen, nach verschiedenen Preisklassen sich quasi diese Abos oder diese Bezahlmodelle für so ein Easy-Hab, zum Beispiel der untersten Preiskategorie, oder halt Hotelmitgliedschaften in einem mittleren Preissegment oder Suiten, dass man die halt buchen kann und nach eigenen Vorstellungen dementsprechend halt dann bezahlt. Genau, das ist so ein bisschen, als wenn du so eine Member-Card für alle Best Western Hotels auf der Welt hast, wo du halt so ein bisschen günstiger dann rankommst oder in dem Fall wirklich automatisch reinkommen kannst. Und dann gibt es aber auch viel Luft nach oben. Das heißt, Luxus-Apartments bis zu ganzen Häusern, Villen, soll alles möglich sein. Also quasi die Penthouse-Suite auf R-Corp wird dann irgendwann sicherlich sehr teuer im Gegensatz zu so einer kleinen Schlafkabine da, die mehr eigentlich so ein Sarg ist. Die und dann auf kaufen Umstand kann man auch, ne? Ja, und man wird es auch kaufen können. All das ist ein wichtiger Teil von Star Citizen. Und er hat also mehrfach betont, dass er sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass das eben auch wirklich umgesetzt wird, weil ansonsten eben so ein Weltraum-MMO einen ganz wichtigen Teil verliert. Wenn alles scheitert, dann werden wir Spekulanten, Rohstoffspekulanten, und bleiben in einer wunderschönen Villa auf Terra und machen gar nichts mehr. Ja, genau. Und machen gar nichts mehr und gucken nur noch zu und machen vor allem ein paar Immobilienverkäufe. Egal, man wird es auf jeden Fall machen können. Ja, und damit kommen wir nochmal zu einer sehr wichtigen Meldung, die wir jetzt extra an den Schluss gesetzt haben, und zwar ja, Spectrum, die Alpha ist live. Und das würde ich nicht unterschätzen, tatsächlich haben das viele nicht im Kopf, aber diese Echtzeit-Kommunikations-Web-Applikation, schönes Wort, Sawyer, von dir,
Diese Applikation soll tatsächlich den Zugang zum Spiel, die Kommunikation entscheidend verbessern und auch in der nächsten Stufe unseren Online-Status im Spiel mit einpflegen in dieses Kommunikationsmodell. Ja, das bedeutet also, dass ihr jetzt erstmal übers Web, später dann auch über Handy-Apps oder entsprechend von anderen Devices aus in Spectrum reingehen könnt. Dort könnt ihr sehen, wer ist gerade online, wo ist derjenige gerade und dann unter Umständen, je nachdem, wo ihr euch selbst befindet, mit ihm dann kommunizieren können in einzelnen Räumen. Das soll alles sehr modern sein und sie orientieren sich dabei auch an aktuellen Chat-Engines sozusagen. Discord ist da so ein Thema. Und ich würde es halt nicht unterschätzen, weil es die Kommunikationsschnittstelle ist, natürlich vom Real Life, ja, vom Alltag, von der Arbeit mit jemandem, der gerade im Spiel ist. Ist jetzt für Händler sehr wichtig, für Leute, die einen Auftrag beenden wollen, die auf Zahlungen warten oder halt wie uns für Orga-Leitungen, die natürlich sagen, okay, wie erreiche ich jetzt schnell meine Chiefs, wie erreiche ich jetzt schnell den ich erreichen will? Und dann ist natürlich die Anbindung zum Spiel direkt sehr, sehr praktisch, um die Kommunikation zu straffen und zu vereinfachen. Genau. Woran sie übrigens aktuell arbeiten, noch abschließend zu Spectrum, ist die sogenannte Player Presence. Das heißt, das wirklich zu verknüpfen, welche Spieler sind gerade im Spiel und diese dann mit der Web-Applikation bzw. dem jetzigen Alpha von Spectrum zu verknüpfen, damit Spectrum anzeigt, der ist gerade online und der ist gerade nicht online. Das ist der aktuelle Stand. Ja, also von daher schaut es euch mal an. Ihr könnt es aufrufen. Auch das findet ihr erstmal erklärt bei SCB und von dort aus weiterführend dann bei Robert Space Industries. Ja, und damit kommen wir noch zum Schluss zu dem Video, was wir gemacht haben zu Star Citizen letzte Woche und das war jetzt der zweite Versuch zum Caterpillar Boarding. Wir bessern uns, ja, wir nehmen Fahrt auf. Schaut es euch an, es macht auf jeden Fall Spaß anzuschauen. Ich denke mal, wir werden jetzt noch weitere Boarding-Versuche machen und noch ein bisschen die Technik verfeinern. Starfarer ist gewünscht übrigens. Ja, okay, Starfarer ist gewünscht, wir kümmern uns drum, würde ich sagen. Ja, schaut es euch an. Macht mal, schaut es euch an und lasst uns ein paar nette Kommentare da, wie auch zu diesem Video. Ansonsten haben wir noch Interaction für euch, mal wieder eine Frage. Da wollen wir einfach mal von euch wissen, wie findet ihr denn jetzt die aktuelle Alpha 2.6.1? Jetzt ist sie ja live und für alle verfügbar. Schreibt uns bei Google Plus ein paar nette Kommentare rein und natürlich stimmt ab dort, damit wir mal gucken, wie bei euch so die Stimmung da draußen ist. Würde uns sehr, sehr freuen. Ja, und damit sind wir durch für den SCBverse Report diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt weiter dran und abonniert diesen Channel, wenn ihr mehr über Star Citizen erfahren wollt. Liked oder disliked die Episode. Schreibt ein paar nette Kommentare, Fragen oder was auch immer ihr für Anmerkungen habt hier mit rein. Und natürlich, wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt für Star Citizen, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the Flight Deck!